Grüezi miteinander. Wir befinden uns in der Prosenektuten-Bibliothek. Normalerweise ist an unseren Veranstaltungen der Raum voll mit Leuten. Das ist heute anders aus bekannten Gründen. Trotzdem können Sie das mit Spannung erwartete Gespräch mit Clara Obermüller, der Journalistin und Literaturwissenschaftlerin, mitverfolgen. Clara Obermüller hat 4 Monate in Venedig verbracht und dabei ein Tagebuch geschrieben. In ihrem Tagebuch beschreibt sie ihre Streifzüge durch die Stadt, ihre Auseinandersetzung mit Kunstwerk und ihre Gedanken zum eigenen Älterwerden. Das Gespräch führt Dusch Vollenwider, langjährige Redaktorin von der Zeitlupe, ein Magazin für Menschen mit Lebenserfahrung. Ich freue mich auf das Gespräch mit der Clara Obermüller, die vor kurzem gerade einen runden Geburtstag hatte. Sie hat Germanistik studiert, Romanistik und Geschichte, war Journalistin bei der Kulturzeitschrift «Du», «Du» bei der NZZ Weltwoche. Bis zur Pensionierung nachher hat sie im Fernsehen Sternstunde Philosophie moderiert. Frau Obermüller kennt man auch als Schriftstellerin. Sie hat das Buch geschrieben «Schwarz auf Weiß», wo ihre Reportagen zusammengefasst wurden. Nachher ein Buch zum Tod von eurem zweiten Mann, von Walter Matthias Deckelmann, der 1979 gestorben ist. Nachher das Buch «Ruhestand, nein, danke». «Spurensuche», wo ihr vor 4 Jahren so eurer eigenen Biografie seid nachgegangen. Und das neueste Buch, das fast ein bisschen wie eine Fortsetzung ist, «Die Glocken von San Pantalon». Und heute seid ihr freie Journalistin, Moderatorin, Publizistin. Seit 40 Jahren zusammen mit eurem Gefährten, mit dem Kurt Studhalter, Theolog, ehemaliger Kapuziner. 2010 seid ihr ausgezeichnet worden mit dem Ehrendoktorat von der Theologischen Fakultät von der Uni Zürich. Und eigentlich würde es mich freuen, wenn ihr ganz kurz euer Buch selber vorstellt. Also wie der Name sagt, im Untertitel heisst ein venezianisches Tagebuch. Zum Titel muss ich sagen, die Glocken von San Pantalon heisst das Buch, weil die Kirche vom heiligen Pantaleon, die habe ich die 4 Monate lang, als ich in Venedig war, immer vom Fenster von unserem Wohnraum aus gesehen und auch gehört. Er hat nämlich pünktlich immer am Morgen um 8 Uhr und am Abend um 6 Uhr geläutet. Und das Glied hat mich begleitet und ist mir so ein bisschen wie der Inbegriff von dem Aufenthalt geworden, von dem 4-monatigen Aufenthalt in Venedig. Und ein Tagebuch ist es ein bisschen im übertreiten Sinn. Also es ist jetzt nicht ein Tagebuch im engen Sinn, Tag für Tag, aber es folgt der Chronologie. Es fängt mit der Ankunft in Venedig an und es hört mit der Rückreise und dem Wiederankommen daheim in Männedorf am Zürichsee auf. Und dazwischen nehme ich meine Leserinnen und Leser mit auf meine Streifzüge durch Venedig und lasse sie aber auch gleichzeitig teilhaben an meinen Überlegungen, an all dem, was mir in dieser langen Zeit ohne Verpflichtungen und ohne äußere Aufgaben durch den Kopf gegangen ist. Und eines der Hauptthemen ist natürlich das Älterwerden, das Aufhören zu arbeiten, Konfrontation mit der Vergänglichkeit, all das, was einen beschäftigt, wenn man den runden Geburtstag, wir dürfen es ruhig sagen, das war der 80. In Aussicht hat. Also dort hatte ich noch vor mir, aber jetzt habe ich hinter mir. Und ja, so hat das, ist das Ganze ein Buch ein bisschen auf 2 Ebenen. Also einerseits eben Erfahrungen und Bilder von Venedig und auf der anderen Seite das Nachdenken, die Reflexionen in der Zeit, in der ich da war, vor dem Hintergrund von Venedig. Ihr habt im Mai 2017 einen Brief, einen Überraschungsbrief bekommen von einer Kulturstiftung, von der Vorberg-Stiftung, die euch die 4 Monate geschenkt hat zu Venedig. Und ihr seid nachher am 10. Dezember 2017 seid ihr angekommen. Es hat leicht geschneit, schreibt er.
Die sind abgeholt worden, sind in eure Wohnung im Palazzo Castelforte geführt worden. An der Vorderfront von dem Palazzo 5 Türen. Jede ist zu einer Wohnung aufgegangen. Die sind die 54 stotzigen Marmorstegen aufgegangen. Sie sind in eurer Wohnung angekommen, Terrazzoboden, wenig Möbel, eine hohe, dunkle Balkendecke. Und so sind ihr da gehockt, saß ich bei einer Fertigsuppe und einem Glas Rotwein, allein in der grossen Küche und versuchte mir vorzustellen, wie ich hier in den kommenden Wochen und Monaten leben würde. Vor den Fenstern war es dunkel geworden, der Winterhimmel verhangen, die Dächer nass, die Fernsehantennen schwankten im Wind. Durch das hohe, dreibogige Fenster des Salone ging der Blick geradewegs einen schmalen Kanal hinunter auf eine kleine, gebogene Holzbrücke zu, über die unentwegt Menschen gingen. Menschen, die von rechts her kamen und nach links weitergingen. Und Menschen, die von links auftauchten und nach rechts wieder verschwanden. Ich schaute ihnen zu, als wären es Figuren in einem Theaterstück, dessen Handlung ich nicht kannte. In den gegenüberliegenden Häusern gingen die Lichter an. Dunkel ragte die Rückseite der Scuola Grande di San Rocco ins Bild. Und dahinter erhob sich ein Kirchturm in den Nachthimmel. Was ein wenig aussah wie ein Minarett, war der Turm der Chiesa di San Pantalon. Tagsüber, so stellte sich später heraus, wirkte er grau. Aber abends, wenn bei gutem Wetter das Licht auf ihn fällt, schimmert er rosa. Sein Geläut erklingt zuverlässig. Morgens, wie ihr gesagt habt, um 8 und abends um 6. Und ich stelle mir jetzt die Clara Obermüller vor, wie sie ganz alleine an diesem Dezemberabend in dieser Wohnung sitzt. Was ist noch durch den Kopf gegangen? Alles Mögliche. Also ich muss vielleicht sagen, ich bin an sich sind wir zusammen eingeladen gewesen, mein Mann und ich. Und wir waren auch die meiste Zeit zusammen dort gewesen. Ich wollte aber ganz bewusst am Anfang alleine gehen. Aus zwei Gründen. Zum einen wollte ich ein bisschen das Terrain auskundschaften und ein bisschen schauen, wo man einkauft und wie man da so lebt. Und die Idee war, und so war es dann auch, dass mein Mann eine Woche später nachkommt. Gleichzeitig wollte ich aber auch ausprobieren, ob ich eigentlich es noch aushalte, so mit mir ganz allein. Und wie das so ist. Und an dem ersten Abend, wo sie jetzt die Szene daraus gelesen haben, da sind mir schon so ein bisschen erste Zweifel gekommen, ob das wirklich das ist, was ich möchte, so ganz alleine sein. Und ich habe festgestellt, das ist sehr viel schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Und der ganze Aufenthalt ist ja nebst dem Erlebnis Venedig auch immer wieder Konfrontation mit mir selber gewesen. Und mit Sachen, die ich gut gefunden habe und die mir leicht gefallen sind und andere, die mir eben hart angekommen sind. Und das Alleinsein war etwas, wo ich gemerkt habe, also das müsste ich glaube noch üben. Und ich bin dann wahnsinnig froh gewesen, wo eine Woche später mein Mann getroffen ist und wir zusammen haben können, die Stadt erkunden und austauschen und sagen, oh, schau mal, wie schön, und yeah, bleib da und komm, und all das, der ganze Austausch, das hat den Aufenthalt eben dann doch noch mal schöner gemacht, als wenn ich alleine dort sein musste. Und der Gedanke an das Alleinsein, den hat er mal einfach noch ein bisschen vor nach Herren geschoben? Jawohl. Also es war einfach auch eine Erfahrung, dass ich gemerkt habe, ja, man will vielleicht, man nimmt sich etwas Tolles vor und will das jetzt erproben und ja, scheitert dann ein bisschen daran, merkt halt doch, wo man Grenzen hat und was halt nicht mehr so gut geht. Mit der Zeit, ich war dann immer zwischendurch mal wieder alleine gewesen, und als ich mich dann besser auskennt habe in der Stadt und nicht mehr so verloren war und auch das Wetter besser geworden ist, habe ich es dann teilweise doch auch noch ganz schön gefunden mit mir alleine. Also so ist es nicht. Was hatte er für Erwartungen gehabt, als er dort am ersten Abend in der Küche gesessen seid? Eigentlich gar keine. Ich habe nur gewusst,
wie lange ich wird dort sein, also ziemlich genau 4 Monate. Ich habe gewusst, dass ich gar nichts muss. Das ist ausdrücklich in dem Einladungsbrief gestanden, dass keine Verpflichtung an den Aufenthalt gebunden ist. Ich kann also nicht müssen nachher ein Buch abliefern oder sonst irgendeine Forschungsarbeit machen. Ich habe mir vorgenommen, mir nichts vorzunehmen. Ich bin einfach vor einem Meer von Zeit gestanden und habe gedacht, ich muss das jetzt einfach auf mich zukommen und schauen, was das mit mir macht. Und was es mit mir gemacht hat, das kann man teilweise in diesem Buch nachlesen. Mehr Freude oder auch ein bisschen Angst so an dem ersten Abend? Also Angst vielleicht gerade nicht, aber eine gewisse Bangigkeit. Und ich habe vor allem, ich bin nicht gerade ein Genie in Orientierung und ich habe mir vorgestellt, ich gehe hoffnungslos verloren in dieser Stadt. Ich habe mich sogar am Anfang überlegt, natürlich Stadtplan und alles und so, überlegt, ob ich vielleicht immer in der Handtasche soll ein Necessaire und ein bisschen Ersatzunterwäsche und ein Zahnbürstchen einpacken, dass im Notfall, wenn ich die Wohnung nicht mehr würde finden, könnte in irgendein Hotel gehen übernachten. Aber so weit ist es also nie gekommen. Die Angst hat sich dann verloren. Mit der Zeit habe ich es genossen. Mögt ihr euch an die erste Nacht in diesem Zimmer in diesem Palazzo besinnen? Ja, es ist, also ich war sehr allein gewesen. Die Wohnung ist riesengroß. Ich muss sagen, die hat etwa 200 Quadratmeter und sicher etwa 4 Meter hohe Räume. Und der Küchentisch, wo ich am Anfang da die Fertigsuppe esse, die hat gut und gern Platz für 12 Personen gehabt. Und also ein bisschen verloren habe ich mich schon gefühlt. Zudem war es grusiges Wetter gewesen. Es hat geächtzt in diesem alten Haus. Irgendwo war ein Laden nicht fest angemacht gewesen und er hat so gegen die Wand geschlafen. Also ich habe nicht schaurig gut geschlafen in dieser ersten Nacht. Und die ganze Spannung und die ganze Erwartung, was mache ich morgen und wie wird das alles, was kommt da auf mich zu, das hat mich beschäftigt, das ist ganz klar. Und gleichzeitig sagt ihr, Venedig sei genau zur richtigen Zeit gekommen. Warum? Ja. Sie haben ja in Ihrer Einführung erwähnt, dass ich mal ein Buch geschrieben habe, «Ruhestand, nein, danke». Und das sagt ja schon, dass ich bei meiner Pensionierung, damals im 2002, also schon sehr lange her, 18 Jahre, das kann man jetzt nicht glauben, mich sehr schwer getan habe mit dem Übergang. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht auf meine Arbeit verzichten, ich kann nicht auf meine Rollen in der Öffentlichkeit verzichten, ich bin angewiesen auf Bestätigung, auf Leistung, auf Anerkennung, all das. Und ich habe dann einfach als Journalistin kann man das eigentlich weitergemacht wie vorher, einfach nicht mehr in einem Anstellungsverhältnis, sondern als Freie. Aber ich habe gleichzeitig gewusst, irgendwann kommt der Abschied. Irgendwann kann ich nicht mehr so aktiv sein, wie ich das gerne möchte. Zum Glück bin ich nach wie vor gesundheitlich gut zweg. Aber die Zeit, die noch vor mir liegt, die wird einfach kürzer und weniger. Und je mehr man sich einübt in diesen Abschied, umso besser. Und an dem Punkt bin ich eigentlich gewesen, wo ich gedacht habe, so allmählich wäre es Zeit, oder wo ich mir selber gesagt habe, so allmählich wäre es Zeit, jetzt könntest du langsam loslassen. Und der Einschnitt, also das Venedig war auch eine Zäsur gewesen, oder? 4 Monate einfach nicht mehr daheim, an einem ganz anderen Ort. So lange bin ich, weiß nicht, seit meinem Auslandssemester nie mehr an einem fremden Ort am Stück gewesen, ohne jegliche eben Verpflichtung und ohne Aufgabe und ohne Ziel und Zweck eigentlich. Und jetzt wäre doch genau der Moment, wo das loslassen und das Abschied nehmen von dieser berufstätigen, öffentlichkeitssüchtigen Person könntest angattigen und einüben und anfangen zu leben. Ist das ein Kopfentscheid gewesen, oder ist das aus dem Herz rausgekommen? Beides. Sicher auch ein Vernunftentscheid, weil irgendwann werde ich vielleicht mal krank und dann nimmt es mir das Heft ohnehin aus der Hand. Das weiss ich nicht und ich will eigentlich ein bisschen vorbereitet sein auf das. Nicht so blind da drin taumeln. Aber auch gefühlsmässig, so langsam habe ich gemerkt, ich brauche es nicht mehr. Ich werde ruhiger, ich kann auch sein, ohne dauernd irgendetwas zu leisten und dauernd irgendetwas zu machen und dabei zu sein und auch wollen mitmachen und so. Und das Geschenk von dieser Zeit, der Aufenthalt in Venedig, hat mir eigentlich genau
die Türe geöffnet zu dem neuen Lebensabschnitt. Und es ist, ich sage das auch, ein Kapitel heisst, also, es ist eine Art, für mir dann vorkommt, wie eine zweite Pensionierung. Und eine, wo, glaube ich, das mal gelungen ist. Hören wir den noch, kommen wir später noch darauf zurück. Venedig ist ja wirklich sehr eine spezielle Stadt. Und ein Kapitel, das ihr geschrieben habt, heisst «Finden, was man nicht suchte». Es kann geschehen, dass man findet, wonach man nicht gesucht hat. Wir erfuhren dies immer wieder, wenn wir nach dem Besuch einer bestimmten Kirche oder eines Museums aufs Geratewohl losgezogen und schon nach der nächsten Ecke nicht mehr so recht wussten, wo wir uns befanden. Nie wussten wir, was uns erwartete, wenn wir auf gut Glück in diese oder jene kleine Gasse einbogen. Und nie war klar, wo wir landen würden, wenn wir uns durch diesen oder jenen Torbogen wagten, der scheinbar ins Nirgendwo führte. Manchmal stießen wir dabei auf verschlafene Plätze, die wir nicht einmal dem Namen nachkannten. Manchmal gelangten wir aber auch schon nach wenigen Metern in Gegenden, die uns von früheren Spaziergängen her vertraut waren. Und nicht selten mussten wir rechts umkehrt machen, weil das Gässchen, dem wir gefolgt waren, an einem Kanal endete, der kein Weitergehen erlaubte. Es war eine Stadt voll Überraschungen, wo ihr euch darauf eingelassen habt, gar nicht mit Absicht etwas gesucht hat. Und jetzt möchte ich das gleich übertragen auf das Leben. Ja, genau. Also es ist beides in dieser Stelle, die Sie da ausgewählt haben. Einerseits ist das wirklich, das habe ich sehr bald gemerkt, die Art, wo man Venedig am schönsten kennenlernt. Venedig darf man sich nicht vornehmen, ich gehe jetzt von A nach B so. Direkt. Das geht nie, weil es geht, man muss immer über ein Brückli und das ist nie dort, wo man eigentlich meint, dass es sei. Und das ist einmal das eine, das ist einfach Venedig und man muss sich treiben lassen, man muss die Angst verlieren, sich zu verlaufen, man kann sich nie wirklich verlaufen, irgendwo kommt man immer wieder raus. Also das habe ich zuerst erfahren, weil, wie gesagt, ich habe Angst gehabt, mich zu verlieren, ich kann mich nicht gut orientieren, aber in Venedig ist sowieso alles anders und das ist das eine. Und das andere ist, dass ich sehr bald gemerkt habe, eben, es ist eigentlich auch aufs Leben anzuwenden, gerade wenn man älter wird. Ich habe gemerkt, ich habe ein Leben lang geplant und organisiert und gefühlt, ich muss alles im Griff haben und ich muss alles managen und darf nichts dem Zufall überlassen und es muss immer alles gelingen und immer gerade ausgehen und so weiter. Und je älter ich werde, umso deutlicher wird mir das, auf die Länge geht das nicht. Und vielleicht ist es sowieso immer eine Illusion gewesen und man hat halt gemeint, aber es ist im Grunde genommen, ist dann das Leben doch auch manchmal sehr andere Wege gegangen, als ich ursprünglich gemeint habe. Und indem ich das in dieser venezianischen Topografie, ist mir das so bildlich entgegengekommen, so ist auch dein Leben jetzt. Du hast es nicht mehr voll im Griff und je länger und je älter du wirst, umso weniger. Und du musst es jetzt auf dich zukommen lassen. Du musst abwarten, was kommt, annehmen, was kommt. Vielleicht auch das, was nicht immer dann so lustig ist und so willkommen. Das ist die Art und Weise, wie ich in meinem Leben weitergehen möchte. Venedig ist mir da ein wunderbarer Lehrmeister. Ich wollte sagen Wegweiser, aber das ist eigentlich gerade genau falsch, weil es ist eben es hat eben gerade keinen Wegweiser. Man sollte sich eben einfach treiben lassen. Ihr seid in Venedig also als Suchende unterwegs gewesen. Und mir dünkt, auch wenn ich das Buch lese, euer früheres Buch «Spurensuche», Suchen, das ist so etwas, das euch schon sehr lange begleitet. Suchende, ich denke auch gerade auf der spirituellen Ebene, suchen hier als Adoptivkind, ihr habt eure Spuren gesucht. Das Suchen, kommt man an ein Ende im Alter? Das Ende ist mir vielleicht erst am Ende, das weiß ich nicht, das ist, kann ich noch nicht sagen. Ich hatte das Gefühl, schon beim ersten Buch, wo ich mich sehr intensiv mit meiner Biografie auseinandergesetzt habe, wo ich eben Spuren
meiner eigenen Identität auf die Spur kommen, der Frage nachgegangen bin, wie bin ich die geworden, wo ich heute bin, was hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Es hat dann sehr viel ausgelöst, das Buch, wo ich dann teilweise jetzt im neuen Buch dann auch erzähle davon. Im Verlauf von diesen 4 Monaten hatte ich das Gefühl, ich komme ihm näher. Also eben ich finde manchmal etwas, was ich eben nicht gesucht habe. Ich trole darüber, es kommt mir einfach entgegen. Ich bin ruhiger geworden, ich muss nicht immer irgendwo umrennen oder mich irgendwo ins Getriebe, ins Getümmel stürzen. Ich komme wie so ein bisschen heim zu mir selber. Also ich komme ein bisschen zur Ruhe. Und ich meine es nicht resignativ, dass ich mich jetzt abfinde mit mir, sondern einfach, es ist, wie es ist. Und es ist gut, wie es ist. Und so, wie ich geworden bin, kann ich einigermaßen heute dazu ja sagen. Das war, glaube ich, eine der Grunderfahrungen in dieser Zeit. Auch gerade dann, wo ich dann zwischendurch wieder alleine war und auch gemerkt habe, wie schön das kann sein kann, einfach so bei sich sein und nicht reden und nicht immer nach aussen gehen, extrovertiert sein, sondern einfach sein, geniessen, schauen, leben, ohne immer ein Ziel anzupeilen, ohne immer einen Zweck zu sehen hinter dem, was man macht. Einfach leben. Die sind sehr offen, sehr persönlich in diesem Buch. Das ist etwas, was ich auch schon bei der Spurensuche immer gehört habe. Und ich kann sagen, ja, das stimmt. Und ich muss aber auch sagen, wenn man schon, oder ich habe mir gesagt, wenn ich mich schon mit meinem eigenen Leben beschäftige und da auf die Spur gehe nach mir selber und nach der Frage, wer ich bin, oder wenn ich die Erfahrungen von diesen 4 Monaten Venedig will festhalten und dann auch publizieren, dann gehört ein gutes Quantum Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit dazu. Sonst soll man es bleiben lassen. Also weder sein Leben schönreden und Zeug auslassen, was vielleicht nicht so vorteilhaft ist. Und eben auch da in Venedig die Schwierigkeiten nicht verschwiegen, wo es gehabt hat, oder das, was vielleicht nicht so ganz gelungen ist, weil sonst ist es unglaubwürdig. Und ich finde, die Leserinnen und Leser dürfen das auch erwarten von so einem Buch, das sich Tagebuch nennt. Und sonst finde ich, würde ich mich geprellt fühlen als Leserin, und das will ich nicht. Und ich will, wo ich Grenzen habe und wo ich meine Persönlichkeit schütze, das ist meine Eigensache, das muss ja nicht immer deklariert sein. Aber ich stelle auch immer fest an den Reaktionen, die ich auf das erste Buch und jetzt auch auf das bekommen habe, dass die Leute das unglaublich schätzen und dass sie mir gegenüber dann auch wieder so viel von sich preisgeben. Und das machen sie nur, weil ich zuerst etwas von mir gegeben habe. Und das kommt mir nachher wieder zurück. Und da fühle ich mich dann eigentlich beschenkt. Und es ist einfach sehr eine schöne Erfahrung. Genau, und ihr sagt ja auch, dass ihr davon ausgeht, was ihr erlebt habt oder was ihr gespürt, dass das wahrscheinlich sich ganz viele andere Menschen. Ja, aber das ist nicht, indem ich das Allgemeine suche oder irgendeinen philosophischen Überbau liefere, sondern ich gehe von meinen ganz eigenen, persönlichen, privaten Erfahrungen aus in der Annahme, dass es auch Erfahrungen von anderen sind. Existenzielle Grunderfahrungen, Erlebnisse, die sie auch hatten, zusammen mit Venedig, Erinnerungen an ihren eigenen Aufenthalt und so weiter. Und ich glaube, das erreicht man nur, wenn man sich eben auch ein grosses Stück selber reingibt in so einen Text. Ich möchte gleich noch schnell sagen, was ihr als Wegweiser habt mitgenommen auf Venedig. Das war nämlich eine Postkarte mit einem Gedanken vom Meister Eckhart, dem mittelalterlichen Mystiker. Und darauf steht, der Mensch muss eine innere Einsamkeit lernen, wo und bei wem es auch sei. Und für euch war das so die Aufforderung zu weniger Betriebsamkeit. Eben so wie eine zweite Pensionierung und mehr Besinnung auf euch selber. Und
Ihr habt euch die Frage gestellt, also ihr habt auch gesagt, ja, mein Berufsleben lang bin ich gar nicht dazugekommen, oder ich habe da und da etwas zu tun, ich musste machen und so. Aber jetzt, im Alter, sollte doch das anders sein. Ich tue ein Stückchen aus diesem Kapitel vorlesen. Doch jetzt im Alter, sagte ich mir, könnte doch eigentlich so manches anders werden. Meine Eltern sind tot, meine beruflichen Ambitionen an ein Ende gekommen und auch um die Liebe ist es ruhiger geworden. Kurt und ich sind seit bald 40 Jahren ein gut eingespieltes, liebendes Team. Wir sorgen füreinander. Wir diskutieren zusammen und tauschen uns aus, lustvoll und ununterbrochen. Der Stoff geht uns nie aus. Wir kennen unsere Stärken und besser noch unsere Schwächen. Wir sehen sie uns nach und lassen einander gewähren. Unsere Beziehung ist eng, aber sie ist nicht symbiotisch. Sie erlaubt uns auch, eigene Wege zu gehen, ohne uns dabei aus den Augen zu verlieren. Es gibt also im Grunde nichts, was mich davon abhielte, mein Leben so zu gestalten, wie ich es möchte. Ich bin frei zu entscheiden, welche Veranstaltungen ich besuchen, welche Aufträge ich annehmen, an welchen Projekten ich mich beteiligen will. Es gibt keinen Zwang mehr von außen, es gibt keine Abhängigkeiten mehr und keine Vorschriften. Ich muss nicht mehr, ich darf. Oder besser, ich dürfte, wenn ich mir denn nicht immer wieder selbst im Weg stünde und mir einbildete, an Geltung zu verlieren, wenn ich keine Leistung mehr erbringe. Ein Kälberlehrblatt. Ja, also es ist einfach in dieser Passage vielleicht besonders deutlich, der Mensch und ich vielleicht ganz besonders, ist halt einfach ein Widerspruchshaufen. Und ich will das eine und ich will das andere. Und ich will manchmal eben beides. Ich will zur Ruhe kommen. Ich will, wie ist vorhin so das schöne Wort Einkehr in den Sinn gekommen. Venedig war eine Einkehr gewesen, bei mir selber. Und auch eben ein Rausgehen aus dem Alltag und aus der Betriebsamkeit. Das ist eine Sehnsucht, die ich habe. Und dann komme ich wieder an den Punkt, wo ich merke, ich halte es nicht aus, ich kann das nicht, ich will wieder dabei sein, ich will wieder leisten, ich will wieder Anerkennung mir holen und so weiter. Und so geht das dauernd hin und her. Das ist eigentlich schon das Thema gewesen von dem Buch «Ruhestand, nein, danke». Dort war es ganz heftig gewesen. Und mittlerweile ist das ein bisschen sanfter geworden. Also die Ausschläge sind nicht mehr so heftig. Aber der Widerspruch ist immer noch da. Und ich will den auch nicht eliminieren oder ich hätte auch um Himmels Willen nicht wollen verschwiegen. Im Gegenteil, das ist vielleicht eben so etwas, wo ich finde, da muss ich dazu stehen. Das geht vielen anderen Menschen auch so. Und es ist auch ein Zeichen von Lebendigkeit. Also ich bin jetzt da nicht ein buddhistischer Wandermönch, der nur noch vor sich her meditiert, sondern die Widersprüche sind ein Teil von mir und die lebe ich und die muss ich aushalten. Und ich glaube, ich habe da schon Fortschritt gemacht. Das ist ein Prozess in den letzten Jahren gewesen. Und Venedig hat das Ganze nochmal den Prozess ein bisschen beschleunigt, also in einem positiven Sinn, eben im Sinn von Ruhe, dass die Widersprüche sind sanfter geworden, dass die Konflikte das tobt nicht mehr so. Aber es ist immer noch da und das soll auch bleiben. Ich denke, wenn ich mal ganz zur Ruhe gekommen bin, dann ist das dann langsam. Gibt es eine Frau Obermüller nicht mehr? So ungefähr, ja. Das, was ich gerade gelesen habe, jetzt der Abschnitt, der ist aus dem Kapitel Leben statt Tun und Leisten. So. Leben, einfach leben. Leben muss man, meine ich, leben und sonst nichts. Ist ein Zitat, das ihr da aufführt, von Oskar Maria Graf, einem Münchner Literat.
Und er sagt weiter, so einfach klingt das und keiner kann's. Das ist das, was wir jetzt gesagt haben, ja. Der Lehrer. Also das ist die zweite Postkarte, ja, die ich mitgenommen habe. Die erste war die von Meister Eckhart. Und die andere ist so eine Spruchkarte, die ich in der Bar vom Kosmos zufällig gesehen habe, kurz bevor ich auf Venedig bin. Und habe die gekauft und habe die auch in die Hefte reingelegt, wo ich das Tagebuch also geführt habe in Venedig, wo ich aufgeschrieben habe, was ich alles gemacht habe und gesehen habe und mir vorgenommen habe. Das sind so die beiden Leitmotive, die ich mir auf Venedig mitgenommen habe, die ich mir in meine Tagebuchhefte reingelegt habe und probiert habe, etwas von dem zu verwirklichen. Und ich habe mich auch gefragt, wir haben ja vorhin davon geredet, wieso ist es so schwierig, einfach nur zu leben? Was steht da eigentlich im Weg? Und das war so ein Prozess gewesen, eine Frage, mit der ich immer wieder konfrontiert war damit in Venedig und wo ich dachte, lustig, in Venedig geht es, da kann ich das. Und wie ist es eigentlich, kann ich es dann auch wieder, wenn ich heimkomme, geht das dann echt auch? Oder ist es nur, weil auf Venedig ein Ausnahmezustand ist für mich? Und wenn man das vielleicht schon vorwegnehmen darf, ich muss sagen, ich glaube, ich habe es wirklich ein Stück weit gelernt und ich habe es eigentlich mittlerweile, muss ich ganz stolz sagen, recht gut. Bravo. Das war ein Riesenprozess, wo Venedig da noch gerade so einen kleinen Stopp gegeben hat, dass eben der Mensch ist, was er ist und nicht das, was er macht oder hat oder eigentlich vom Tun zum Sein. Ja. Also das, die grosse Aufgabe. Das ist wirklich etwas, was ich lernen musste. Also nicht erst in Venedig, sondern schon lange vorher. Und ich merke, das ist eines von den, ja, fast so ein Grundmotiv von meinem Lebensweg, auch im Buch Spurensuche, ist das schon ein Thema, das ich eigentlich immer gemeint habe. Ich weiss nicht, warum eigentlich, ich habe das nicht bewusst, ist mir das predigt worden, dass ich quasi nur jemand bin, wenn ich Leistungen bringe, wenn ich Anerkennung überkomme. Wenn ich eine gute Schülerin bin, früher mal, eine brave Tochter, all diese Sachen, also dass mir eine Vorleistung quasi muss bringen, um Zuwendung und Liebe und Anerkennung zu bekommen. Und so langsam merke ich oder spüre ich, dass es auch ohne das geht. Ich werde jetzt noch auf einen von den wunderbare Widersprüche zurückkommen, weil sonst gibt es ja das Buch nicht. Ihr seid gegangen und ihr habt euch vorgenommen, euch nichts vorzunehmen. Und was? 2 Jahre später liegt das nächste Buch vor. Ja, ja. ja, das muss ich auf mich nehmen. Es ist wirklich so, wie gesagt, die Einladung hat keine Bedingungen gestellt, die Stiftung hat keine Bedingungen an mich gestellt, ich habe keine Leistung von mir erwartet. Ich habe gesagt, so, und jetzt mache ich mal etwas nur für mich und ich nehme mir gar nichts vor, außer eben, ich nehme mir vor, mir nichts vorzunehmen. Außer, dass ich eben die Hefte mitgenommen habe und dort schön Tag für Tag aufgeschrieben habe, wo wir gewesen sind, was wir gemacht haben, was wir gesehen haben. Auch wie wir zum Beispiel angekommen sind, auf welchen Weg und so weiter, wie das Wetter war. Aber nicht jetzt so irgendwelche tiefen Gedanken ergüssen, sondern einfach ein Festhalten. Weil ich gemerkt habe, wenn ich das nicht mache, dann weiss ich, nach 3-4 Tagen verschwimmt mir das alles und das ist dann ein Ding und ich will das doch konkreter, ich will das können festhalten. Aber die Idee zu dem Tagebuch und zu der Form von dem Buch, das ist mir erst sehr, sehr viel später gekommen. Also, als ich schon lange wieder daheim war bin und gemacht habe, ist, glaube ich, wirklich nicht jetzt, um jetzt wieder irgendwie mir etwas beweisen oder wieder irgendwie etwas vorzulegen, wo Erfolg hat. Wenn es hat, ist es schön, das freut mich, aber es ist nicht die Absicht, sondern das Venedig hat so stark in mir nachgewirkt und die Erinnerungen sind so lebendig gewesen, dass ich einfach gemerkt habe, also ganz dringend die Bedürfnis gespürt habe, ich muss es festhalten. Ich weiss, man kann das Glück nicht festhalten und man kann die Schönheit nicht festhalten. Und eigentlich im Grunde kann man gar nichts festhalten im Leben. Aber gerade darum, ich glaube, es wären viele Bücher nicht geschrieben worden, viel Kunst wäre nicht entstanden, wenn die Menschheit einfach nicht das ungeheure Bedürfnis nach Dauer
hätte. Wir wissen alle, wir sind so vergänglich und es bleibt so nichts von uns übrig. Und gerade darum will man etwas von dem, was man war und was man erlebt hat, wenn man schreiben kann, aufs Papier bringen. Wenn ich malen könnte, würde ich vielleicht malen oder zeichnen. Oder wenn ich Musikerin wäre, würde ich komponieren. Und das wunderbare Wort aus dem Faust von Goethe, wo er ganz am Schluss von seinem Leben, der alte Faust, zum Augenblick sagt, verweile doch, du bist so schön. Er stirbt dann nachher gerade, oder? Das hätte er nämlich nicht sagen sollen, weil man kann es eben nicht. Aber man probiert es immer wieder. Und gerade vis-à-vis von dieser überwältigende Schönheit von Venedig. Darum hat sie auch Fotos in dem Buch. Wir haben ununterbrochen fotografiert, wie auch aus dem gleichen Bedürfnis. Also, schau mal, wie schön, man will es mit heimnehmen, man will es festhalten. Und ich glaube, auch das ist halt einer der grossen Antagonismen des menschlichen Lebens. Es ist vergänglich und es wird und alle Lust will Ewigkeit, sagt Nietzsche. Und zwischen diesen beiden Polen leben wir. Bedürfnis nach Bestand und Wissen, es hätte keinen. Und als Symbol der Vergänglichkeit bietet sich ja einfach Venedig an. Allerdings, das ist schon fast banal, aber so. Ihr habt ein Kapitel, das heisst, wir sind nur Gast auf Erden. Und in diesem Kapitel sieht man sehr schön die beiden Ebenen von Venedig einerseits, von dieser Stadt, die einfach eben vielleicht im Untergang geweiht ist, wissen wir nicht. Und der eigenen Vergänglichkeit. In Venedig ist alles flüchtig und ohne Bestand. An keinem Ort der Welt fühlt man sich so sehr auf die Vergänglichkeit alles Irdischen verwiesen, wie wenn man in den schmalen Gassen den Putz bröckeln sieht und den Modergeruch wahrnimmt, der aus den überfluteten Erdgeschossen der Paläste dringt. Wie faule Zähne hängen die verrotteten Balken der Wassertüren über den Kanälen. In den Fassaden der Paläste klaffen Risse bis unters Dach. Und kaum ein Haus ist zu sehen, dessen Mauerwerk nicht von eisernen Klammern zusammengehalten wird. Venedig senkt sich, weil die Pfähle, auf die es gebaut ist, morsch zu werden beginnen. Venedig wird instabil, weil der Wellengang der schnellen Motorboote den Fundamenten zusetzt. Venedig fault, weil immer wieder Wasser in die Häuser dringt und die Nässe sich in den Wänden festsetzt. Die sind früher mal zu Venedig gewesen. Euch ist das dem gar nicht aufgefallen. Heute jedoch, da ich selber alt bin, begegnen mir die Zeichen des Zerfalls auf Schritt und Tritt. Ich sah die blinden Fenster, hinter denen niemand mehr wohnt. Ich sah die verwitterten Backsteine, die unter abgeplatztem Putz zum Vorschein kommen. Ich sah die schiefen Fassaden sich senkender Häuser, die nur noch mit Eisenklammern vor dem Einsturz bewahrt werden können. Ich sah Schönheit so zerbrechlich, dass es mir im Herzen wehtat. Ja, ich glaube, ich habe es früher schon auch gesehen. Man kann es ja nicht übersehen und man weiß es auch. Und es ist fast schon ein Klischee, dass Venedig ist morbid und Venedig ist bröckelt und geht unter schon lange. Es müsste eigentlich schon lange untergegangen sein, wenn das stimmen würde. Das weiß man. Aber das Neue war vielleicht, dass ich es viel stärker auf mich bezogen habe. Dass es mir viel, viel stärker als Symbol von meiner gegenwärtigen Situation oder von der menschlichen Existenz überhaupt vorkam, ist, als früher, als ich bin um die 20 gewesen, glaube, als ich das erste Mal auf Venedig gekommen bin. Und ich war dort schon fasziniert gewesen. Aber eben das Gefühl, nur Gast zu sein oder eben, dass alles so flüchtig ist und dass man es nicht festhalten kann und so, das ist schon etwas, wo jetzt einfach mich in der jetzigen Situation und in dem höheren Alter viel persönlicher und existenzieller berührt als früher. Schmerzlich wurde mir dabei bewusst, wie viel Zeit bereits hinter mir lag und wie wenig Zukunft ich im Grunde noch hatte. Und auch dieses Wenige konnte morgen schon zu Ende sein.
Ich war nie besonders zukunftsorientiert gewesen. Gegenwart und auch Vergangenheit bedeuteten mir stets mehr als die Zukunft, von der ich nicht wusste, wie sie aussah. In letzter Zeit aber ertappte ich mich immer häufiger dabei, dass ich überhaupt nicht mehr planen möchte. Nur schon eine Terminanfrage für das nächste Jahr bereitet mir Unbehagen. Was wusste ich denn, wo ich mich in ein paar Monaten befand? Und ob ich dann überhaupt noch imstande sein würde, einen Artikel zu schreiben oder einen Vortrag zu halten? Statistisch gesehen hatte ich zwar noch ein paar Jahre zu leben, aber eine Krebserkrankung, ein Schlaganfall oder ein neurodegeneratives Leiden könnte meinem Leben auch jederzeit ein Ende setzen. Dieses Gefühl, auf Abruf zu leben, begleitete mich in Venedig auf Schritt und Tritt. Eben, Gast auf dieser Erde und langsam neigt sich die Zeit, macht der Gedanke Angst? Ja, Angst, eben, ich würde lieber sagen Bang. Es ist ungewiss und es ist nicht planbar und es ist, man weiß nicht, wann es kommt. Und wir erleben ja in der momentanen Situation, als ich das geschrieben habe, habe ich das noch nicht gewusst. Wir leben eigentlich seit einiger Zeit in dem Zustand, wo das alles, was man geplant hat, wird abgesagt. Krankheit geht um, wo einem Tag auf den anderen treffen und wenn man Pech hat, ist sie tödlich. Das Leben kommt zum Stillstand, alles ist zu, alles ruht. Es hat mich manchmal, wenn ich das jetzt wieder lese, so wie eine Ahnung oder wie eine Vorwegnahme von dem, was wir jetzt im Moment oder in den letzten Wochen erlebt haben. Es löst eine gewisse Bangigkeit aus und vielleicht manchmal auch eine Angst. Und gleichzeitig aber auch eine gewisse Gelassenheit, weil das habe ich jetzt wirklich nicht mehr in der Hand. Und da bin ich jetzt auch nicht mehr verantwortlich, weil ich immer gemeint habe, ich sei für alles und jedes. Und ich habe es nicht im Griff. Und das ist zwar etwas, was einem im ersten Moment Angst macht, aber gleichzeitig ist es auch ungeheuer befreiend. Die schreiben an einer anderen Stelle, die werden vorbereitet sein, wenn ihr das Heft aus der Hand geben müsst. Kann man sich darauf vorbereiten? Also gedanklich meine ich schon ein bisschen, ja. Also einfach nicht mehr so leben, als gehört einem die Zeit. Und es gibt so ein wunderschönes Gedicht von Gryphius, das ich so gerne habe. Meins sind die Jahre nicht. Die Zeit gehört mir nicht. Und in dem Sinn kann man sich, glaube ich, schon zumindest gedanklich vorbereiten. Auf was genau? Konkret? Niemand weiß, an was er einmal stirbt. Und ich weiß es auch nicht. Und insofern kann ich mich nicht vorbereiten. Aber eine gewisse Einstimmung, glaube ich, kann man schon leisten. Und ich meine, die hat bei mir in Venedig stattgefunden. Und auch in der Zeit, die seither vergangen ist, hat das weitergewirkt. Eben in Form von einer gewissen zur Ruhe kommen, von einer gewissen Gelassenheit und von einem Gefühl von einer grossen Befreiung. Ich muss nicht mehr. Ich könnte das jetzt richtig. Ja, ich kann jetzt, eben, loslassen ist so ein Lebenshilfewort, aber ich weiss jetzt kein besseres. Das Geschehen lassen, auf mich zukommen lassen. Und dabei aber da sein und leben und geniessen. Und also gar nicht irgendwie, es ist nicht traurig. Venedig war eben bei euch nicht einfach ein Aufenthalt oder eine Erinnerung, sondern ihr sagt, es ist für euch zu einem Lebensgefühl geworden. Und ein Gefühl von eigentlich etwas, das sich neu anfängt, Abschied, das wie zusammenkommt. Ja, es sind eine Art. Was hat es mit euch gemacht? Ich habe es eigentlich schon gesagt, es hat mich beruhigt, entschleunigt,
befreit. Es hat mir Gelassenheit gegeben. Es hat mir ermöglicht, einfach zu sein. Also ich glaube, ich bin dem Satz, Leben muss man und sonst nichts, oder eben auch bei sich selber in seiner inneren Einsamkeit ankommen, ein Stück weit näher kommen. Ganz erreicht man das nie. Klar, eben, da kommen immer wieder die gegenteiligen Gefühle und die Versuchungen und denen gibt man an, das ist klar. Gewisse Inkonsequenz gehört auch zum Leben. Aber ich bin ihm näher gekommen und ich merke, wie es mir gut tut. Und ich habe jetzt auch die letzten Wochen, wo man nie mehr hat her können und nicht mehr posten und nicht mehr ins Theater und nicht ins Kino und nicht ins Konzert und nicht auf die Reise und gar nichts, eigentlich recht gut überstanden. Auch mit dem Gefühl, wo ich ein bisschen Venedig. Es wirkt weiter. Es wirkt weiter. Ihr habt es nicht dort lassen. Nein, es wirkt weiter. Ich konnte es mitnehmen. Und geht ja in die Zukunft? Ich konnte es mitnehmen, was ich nicht gewusst habe. Ich schreibe das ja auch. Ich habe mich das auch immer gefragt dann beim Heiko oder beim Abschied nehmen und zurückkommen. Und heute kann ich eigentlich sagen, doch, ich konnte es mitnehmen. Ich möchte zum Schluss einen ganz wunderbaren, versöhnlichen Beitrag lesen zum Thema Alter, wo ihr eigentlich auch fast am Schluss euer Buch abschließt. Das Alter, so sage ich mir, mag viele Unannehmlichkeiten mit sich bringen. Einen positiven Nebeneffekt aber hat es. Es macht uns frei. Frei von Rücksichten und Zwängen, die der eigenen Entwicklung hinderlich waren. Ich brauche nicht mehr lieb, Kind zu sein, wenn ich keine Lust dazu habe. Die Zeiten, da ich mit meiner Meinung hinter dem Berg hielt, weil ich es mit niemandem verderben wollte, sind vorbei. Ich muss keine Leistung mehr erbringen, muss mich keinem Wettstreit mehr aussetzen und mich auch nicht mehr beweisen. Ich werde nicht mehr nach meiner Leistung, nach meinem Nutzen oder gar nach meinem Aussehen beurteilt. Ich diene keinen Interessen, keinem Zweck mehr. Ich darf einfach die sein, die ich bin. Hey, was will man mehr als Geschenk für einen runden Geburtstag? Ja, doch. Also das Wort Geschenk ist wirklich, dass der Aufenthalt ist ein Geschenk gewesen, dass ich es erfahren durfte, ist ein Geschenk gewesen, dass ich nachher nochmal erleben durfte, indem ich das Buch geschrieben habe, weil da bin ich nochmal total eingetaucht und bin nochmal rumgelaufen, den Stadtplan neben dem Computer und die Bilder sind, alles ist nochmal lebendig geworden und ich durfte das mitnehmen, auch mit meinem Mann zusammen und darf jetzt auch erfahren, es fängt jetzt, kommen langsam die Reaktionen, wie viel es auch anderen Leuten sagt und wie gut das verstanden wird, also wie viel die Gefühle teilen können mit mir. Und das ist eigentlich etwas vom Schönsten, was einem passieren kann, wenn man das Buch geschrieben hat. Wenn so Echo zurückkommt, wo wirklich man das Gefühl hat, die haben mich richtig gelesen, die haben mich verstanden. Dann wünsche ich euch ganz herzlich, dass Venedig ganz lange noch nachhält. Ja, und dass wir vielleicht eines Tages wieder gehen können. Ja, so ganz vielen Leserinnen und Leser ankommt, als das, was ihr auch euch Gedanken habt gemacht habt, über das Alter, über die Vergänglichkeit. Ich danke euch vielmals für das Gespräch. Ich danke auch.